Morgen. Ganz neuer Mann, Alexis Nicholas, griechischstämmiger Engländer. Erstes Pflichtspiel überhaupt für die Blues. Grund ist der Zahn. Ein Backenzahn von Claude Makelele macht Probleme. Der ist mit Zahnschmerzen in London geblieben. Mutu hat eine leichte Grippe auf Crespo. Veron müssen sie ja schon länger verzichten. Zum ersten Mal in dieser Saison auf der Bank. Emmanuel Petit hatte ja einen Kreuzbandriss, wird langsam wieder ans Team herangeführt. Der FC Chelsea 104 Plätze insgesamt über Scarborough notiert. Der dritte der Premier League gegen den 15. der fünften Liga. Also das wäre in Deutschland Verbandsliga. Der Platz, eine Sumpfwiese. Und das mag Chelsea nicht. Das haben wir in der Vorrunde gesehen beim FC Watford. Haben sie unter ähnlichen Bedingungen überhaupt nicht zu ihrem Spiel gefunden. Lagen zweimal zurück, 2:2 und mussten dann in ein Wiederholungsspiel, das Chelsea dann souverän mit 4:0 für sich entscheiden konnte. Der Favorit aus London in seinen traditionellen Farben, blau mit weißen Stutzen. Jimmy Floyd Hasselbaink. Nicholas, der neue Mann. Ansonsten hinten Bestbesetzung mit Melchiot, mit Galas, mit Don Terry und Wayne Bridge. Im Tor auch Pulicini. Claudio Ranieri hat gesagt, wir nehmen die Geschichte hier ernst. Die Jungs in Rot, die werden um ihr Leben laufen. Irgendwelche Gegnerbeobachtungen gab es natürlich nicht. Das waren auf der Pressekonferenz von Claudio Ranieri eher Allgemeinplätze. Man muss aufpassen, eine Niederlage wäre eine Blamage und so weiter und so fort. Natürlich vertraut man auf Seiten des FC Chelsea der eigenen Stärke. Wayne Bridge. Da haben wir Mark Whale. Stammt aus der Jugend des FC Everton, hat ganz oben den Durchbruch nicht geschafft. Jimmy Floyd Hasselbaink auf Gudjonsson. Und Frank Lampard. Gudjonsson im Nachschuss. Erste richtig dicke Möglichkeit. Was war das für ein Pfund von Frank Lampard? Spielt eh eine überragende Saison. Oh, wie der sich reindreht. Ganz toller Schuss des englischen Nationalspielers. Neben Claude Makelele, der heute ja erkrankt fehlt. Eine der ganz wenigen Leute im Team, die mit Rotation nichts zu tun haben. Absoluter Fixpunkt, hat auch alle Spiele in der Premier League von Beginn gemacht. Frank Lampard. John Terry. Whale geht hinterher und das ist auch gut so, wenn Carlo Pulicini eine Schwäche hat, dann das Spiel mit dem Fuß. Wayne Bridge, auch der Nationalspieler, kam vom FC Southampton. Auf seiner Seite ein Dauerduell mit Celestine Babayaro in dieser Saison. Babayaro jetzt beim Afrika Cup. Und insgesamt von 28 Spielen auch nur 7 verloren, also die Abwehr steht. Dritte Ecke, Jimmy Floyd Hasselbaink. Kurz mit Gudjonsson, wieder Hasselbaink. Und das ist es schon. Abseits oder nicht. Treffer zählt, John Terry. Stand da fast auf der Linie, aber alles im legalen Bereich. Da haben sie ein bisschen geschlafen. Die kurze Variante, da waren sie nicht drauf eingestellt. Dann Melchiot und John Terry. Tja, da hinten stand noch einer. Und
zwar Kapitän Mark Hott. Führung verdient. Chelsea hat hier die Sache angenommen, gingen konzentriert in diese Spiele ran. Die dritte Möglichkeit des Teams wurde genutzt.